Hallo, herzlich willkommen, Andreas Rienbacher, Börsenrenner aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Heute zum Thema die liebe Fernsehnascherei. Was passiert sehr oft? Der eine oder andere wird sich jetzt gleich erkennen. Und zwar tagsüber, wir haben einen sauberen Ablauf, aufstehen, frühstücken, hoffe ich. Dann gehen wir zur Arbeit, haben dann irgendwann mal Mittagessen, haben Abendessen, alles in schönen Zeitfenstern. Oftmals wird das Mittagessen auch ein bisschen vernachlässigt, weil natürlich eine höhere Priorität im Bereich der Arbeit liegt, was nicht besonders verdient, auch nicht besonders gut. Und dann kommen wir irgendwann abends nach Hause. Und dann haben wir noch, je nachdem, nach Feierabendzeit, wenn man 5 Feierabend hat und noch ein bisschen Sport gemacht hat, um 7 nach Hause, hat vielleicht auch nochmal Abend gegessen. Und dann kommt so um 20.30 Uhr, 21 Uhr, wer kommt da? Genau der. Das Süßigkeitsmonster. Das haben alle ein bisschen im Kopf. Beim einen ist es ein bisschen größer, beim anderen ist es ein bisschen kleiner, beim einen ist es ein bisschen mächtiger, beim anderen ist er ein bisschen schmächtiger. Und dann geht's los. Was könnte man sich jetzt noch einverleiben? Gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Chips zum Beispiel, Kekse, Schokolade, Pralinen. Gibt es ganz viele Sachen. Das ist aber komischerweise taucht es immer abends auf. Warum taucht es immer abends vom Fernseher auf? Ganz einfach. Das Gehirn ist ein bisschen entspannter und hat jetzt Zeit, darüber nachzudenken, wie es seinen Dopaminspiegel anheben könnte. Und dafür sind eigentlich die Süßigkeiten, die Schleckereien hervorragend geeignet. Da gibt es schon mal einen ganz wertvollen Tipp. Wenn man nichts zu Hause hat, kann man natürlich auch nichts naschen. Somit ist ganz wichtig, dass vielleicht entweder nichts zu Hause ist oder man hat es irgendwo versteckt, wo man nicht mehr weiß, was es ist. Wobei es natürlich eine schlechte Idee ist, wenn man es ja weiß. Auf jeden Fall die Idee mit dem, dass man nichts zu Hause ist, gar nicht schlecht. Und da gibt es noch eine Idee. Man kann ja auch mal gerne was naschen. Nur das Problem ist, wenn man anfängt zu naschen, dann wird es irgendwann automatisiert. Noch eins rein, noch eins rein, noch eins rein, noch eins. Und ruckzuck sind hier ein paar hundert Kalorien weggeschaufelt. Wenn die dazu natürlich noch sehr industrialisiert sind, sehr zuverlässig sind, haben wir sie kurz auf den Lippen und lang auf den Rippen. Und genau aus diesem Grund gibt es da ein paar Naschereien. Wie zum Beispiel, wenn man überhaupt nascht, vielleicht mal ein bisschen Obst. Oder ein paar Nüsschen, aber alles in Maßen. Das heißt, dass ich einfach mir auch gezielt Naschereien raussucht. Für einen oder anderen ist sogar aufgeschnittenes Gemüse Nascherei. Karottchen, Tomätchen, Gürkchen mit ein bisschen Gewürz drauf. Paprikastreifen. Ja, die können tatsächlich ein Süßigkeitsersatz sein, wenn man oben den Schalter umgelegt hat. Dann kann es funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich hergehen und kann sagen, okay, nehmen wir mal ein paar Nüsschen, nehmen wir ein bisschen Obst, schneiden es schön zurecht und essen das und naschen das. Das ist bei weitem eben zur später Stunde, auch wenn es vielleicht Kalorien sind, die wir nicht mehr brauchen, bei weitem nicht so gravierend, wenn man eigentlich hochdichte Schokolade isst oder auch natürlich eben Chips und solche Sachen. Auch die Nüsse, die keine Nüsse mehr sind, sondern gebrannte Mandeln mit Zuckermandel und so, diese Nüsse habe ich nicht gemeint. Genau deswegen, bitte, ihr müsst einfach darüber nachdenken, wenn ihr abends da eben eure 300, 400, 500 Kalorien, vielleicht noch ein Bierchen dazu, da sind wir schon bei 600, 700 Kalorien, reinschaufelt. Das sind nicht die besonders gesunden Kalorien. Und die werden sich früher oder später bemerkbar machen. Einmal unten auf der Waage und einmal im Spiegel und einmal im Kleiderschrank. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Börsenrenner aus Karlsruhe, mit seinem Motto. Deine Fitness, deine Naschereien, die du besser sein lassen sollst oder was anderes nascht, meine Aufgabe.